Pikes Peak im US-Bundesstaat Colorado in den Rocky Mountains. Austragungsort eines der ungewöhnlichsten Rennen der Welt. Race to the Clouds. Rennen zu den Wolken. 20 Kilometer mit 150 Kurven. Für dieses Bergrennen auf losem Untergrund wird 1987 noch einmal die höchste Quattro-Stufe gezündet. Ein Trostpflaster für Röhrl nach der mageren Saison. Zu seinen Gegnern zählt auch Ari Vatanen auf Peugeot. Das war ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, das muss man erlebt haben, dass man da mit 220 auf Schotterstraße hinauffahrt. Von der Straßenkante geht es wie von der Tischkante, ohne alles, 400, 500 Meter ins Nichts. Mit einem Auto, das jenseits von 600 PS hat, zu jedem Zeitpunkt kannst du mit dem Gasfuß irgendwas verkehrt machen. Ein Auto, das damals das erste Rallye-Auto war, wo man ein bisschen Abtrieb versucht hat zu machen mit den Flügeln. Das war also unheimlich toll und ich muss sagen, ich habe es im Fahren genossen und habe aber auch noch mehr genossen, die Aufnahmen nachher vom Hubschrauber zu sehen, wie toll das Auto da wie auf Schienen den Bergen aufgefahren ist. Also das war sicherlich schon der Gipfel, was man mit so einem Auto hat machen können.